Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tesla Effect. Wir befinden uns hier in der vierten Etage, sollen jetzt zur Satellitenstation. Ihr seht, ich habe dieses Rätsel nicht gelöst. Ich habe jetzt eine Stunde lang an dem Rätsel nochmal rumgehangen. Davor eine halbe alleine, um es halbwegs rauszufinden. Das heißt, ich bin etwa zwei Stunden an dem Spiel dran, an dem Rätsel und gebe es jetzt erstmal auf. Obwohl ich es ja recht gut schon rausgefunden habe, wie diese ganzen Funktionen gehen. Das hat mit dieser rechten Spalte hat das gar nichts zu tun halt. Also es war dann wirklich, dass man mit dem Pfeil nach unten diese rechte Seite verändert, wiederum mit den Farben, welche man hier unten auswählt. Aber und dann mit die linke Seite, die aber das hat sich halt nicht Stück für Stück geändert, sondern manchmal sind zwei, manchmal sind drei gesprungen. Da habe ich es nicht genau rausgeschrieben, wie es geht. Es ist ein sehr schwieriges Rätsel, finde ich. Aber es ist das erste, was ich weggesappt habe und da muss man mal schauen. Ich habe einen Speicherstand für die Stelle und werde das dann einfach nochmal irgendwann versuchen. Vielleicht, wenn ich es auch genauer weiß, vielleicht schaue ich auch mal in die Foren, ob irgendeiner schon was rausgekriegt hat. Aber ordentlich. Genauso kannte ich die Tex Murphy-Reihe. Sau schwer. Verdammt, auf welches Level müssen wir? Satellite Access. Routing Station. Das könnte auch bei der Routing Station auf der anderen Seite gewesen sein, ne? Puh. Da muss ich jetzt mal schauen. Gott, mir brummt der Schädel. Das waren. Executed Suits. Ne, hier sind wir falsch. Ich glaube, wir müssen sogar eine Etage tiefer. Executed Suits. Nicht irgendwas mit Satellite? Satellite Access. Das klingt doch ganz gut. Ah, okay, ich muss erst in die dritte Etage zu der Kontrollstation nochmal. Na, komm. Oh, oh, fliege hinter mir. Wo auch immer du bist. Ja, die hat mich getötet. Schuschu. Hätte er jetzt aus Wizardry 8 gesagt. Schuschu. So, eine Ebene weiter runter. So, das müsste da hinten gewesen sein. Okay, irgendwo flattert wieder irgendwo was rum. Jo, hier sind wir richtig. Data Printer. Oh, wir haben ein weiteres Rätsel. Na gut. So, was müssen wir hier machen? Scheiße. Jetzt geht's los mit Rätseln. Ah, okay, das ist die Umlaufbahn. Das ist die Erde. Und ich muss irgendwie zu der Station da. Sehe ich das richtig? Wie kann ich denn den da drehen? Gar nicht. Aha, die Schüsse gehen weiter. Ich glaube, das ist schon mal der falsche. Das ist doch gar nicht so schlecht, glaube ich. Ich bin gegen den. Nö. Okay, wir nehmen wieder dich. Oh. Nee, das kann es nicht sein.
Also wir müssen ganz klar hier hinschießen, vermute ich mal. Aha. Aha. Das ist auch nicht schlecht. Gegen jemanden, der tot ist, der nicht dazu gehört. Noch ein zweiter. Nee, das hat nichts gebracht. Stößt der gegen. Gab's da doch gar keine Zombies mehr, oder? Seltsam. Der hier muss da oben hin. So, das mal. Geht auch nicht. Dann wird er von dem einen behindert. Das ist schlecht. Halt. Nein. Tipps ist klar, was wir machen müssen. Der steht sie wahrscheinlich richtig. Ah ne, dann wird er auch rausschießen. Kann auch nicht sein. In der Reihe kann ich gar keinen drehen. Dass der dann hier runter schießt und der nach geradeaus oben. Ich
Problem ist, dass der da ihn nicht trifft. Den kann ich nicht drehen. Was übersehe ich? Das ist schon mal ganz gut. Also er schießt darüber, darüber und dann treffen wir das Teil. Aber dieser Schuss geht da nicht hin. Und ich kann ihn hier nicht drehen oder so. Ne? Habe ich irgendwo draußen noch eine Möglichkeit gehabt, den zu verändern? This computer won't help me. Sieht nicht danach aus, dass ich dazu eine Möglichkeit habe. Okay, ne, da muss das hier drüber gehen. Muss das doch jetzt hier einfach machbar sein. Okay, dann gib mir doch mal einen Tipp. Super. Also sage ich doch nutzlos die Hilfe. Das war uns sowieso schon klar. Ja. Hat mir im ganzen Spiel noch nichts gebracht, die Hilfe. So, kann ich die nicht abballern? Ah, ich kann die da drehen. Ich krieg zu viel. Ich kann die hier drehen. Das erklärt natürlich einiges. Das verändert natürlich die ganze Lage. Interessant. Der da im Weg ist, das geht nicht. Okay. Okay, nee, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Aber der Ansatz war schon mal ganz gut. Wir gehen mal weiter, bis wir da wieder was treffen. Nicht. Ich treffe hier auf jeden Fall so nicht. Kann also eigentlich nicht sein. Das heißt, ich kann hier halten. Den kann ich ja nicht drehen. Dürfte eigentlich nicht sein. Ah. Wäre gut. Aber wesentlich einfacher als das Rätsel davor. Wesentlich einfacher als das Rätsel davor. Muss ich jetzt hoch zur Teil, ne? Ja, genau. Wieder hoch in die vierte Etage ist wahrscheinlich. Und da, wo die Leiter ist, die Satelliten ausrichten und aktivieren. Ja. Nicht mit mir. Flatter woanders hin, Mistvieh.
das wurmt mich, dass ich das eine Rätsel nicht selber gepackt habe. Da müssen wir auf jeden Fall, wenn wir das Spiel durch sind, muss ich da nochmal rumtüfteln. Vielleicht mal die Freundin ranlassen. Naja. Schauen wir mal. I'm gonna have to restart the entire satellite system. Was? These satellites are in working order. Das ist alles richtig. Was habe ich übersehen? Gab es da irgendwo einen Schalter? Müssen wir nochmal genau schauen. Das ist natürlich jetzt auch, ich habe wieder einen Tag Pause. Komm so schnell wieder aus dem Spiel raus. So, wo ist hier Information? Was haben wir hier? Exif, Executed Suit, Auxiliary Portion, Routing Station. Boardroom? Klingt ja auch nicht schlecht. Okay, die waren alle zu. Vielleicht auch nochmal hier rein. Routing Station, sehr gut. So, denen nicht zu nahe kommen, sonst sterben wir. Genau wie der Spinne da. Können wir hier irgendwas jetzt machen? Nicht danach aus. Flashlight. Flashlight ist immer gut. Da hinten war eine Sackgasse. Wahrscheinlich war das da unten, wo ich gerade war, und ich habe einfach nur übersehen, dass da jetzt irgendwo ein Schalter aktiviert wurde. Irgendwas in der Art. Boardroom? Nö, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Da hinten war nichts. Also die Etage scheint es nicht zu sein. Schauen wir uns nochmal die Kontrollstation an. Engineering. Da bauen sie ihre Mechs. Das ist der Kernraum, ne? Titanreaktor, genau. Communication. Communication. So, hier waren wir in der Communication. Was haben wir übersehen? Haben wir hier jetzt irgendwie was auf? System Failure. Das hat ja mit der Stromversorgung. Haben wir irgendwelche Gegenstände bei uns? Nein. Muss ich irgendwo noch was einsetzen? Ah, hier. Ja. Super. Ich hätte einfach nur das hier nehmen müssen. The oscilloscopes on the Spirit Radio each need to have both the frequency and amplitude adjusted. The lines will start white and then turn yellow once the amplitude or frequency is correct. Once the desired frequency is achieved, the line will turn blue and the operator can move on to the next oscilloscope. There are three stages to the Spirit Radio. Once complete, the operator will be able to make contact with the dead. Geile Sache. Okay, und nun? Right click to skip. Was? Ich will das nicht skippen. After I downloaded the Spirit Radio frequencies, it was time for me to leave the Tesla Legacy Society and visit Mantis at the Swamp House to find out the exact location of the Tesla Egg. Ja, ideale Stelle für einen Break.
Wir haben die Tesla-Station hinter uns gelassen. Ein sehr schwieriges Rätsel da drin, wo ich auf jeden Fall nochmal selber tüfteln muss. Und ich würde sagen, eine gute Stelle für den Break. Bis demnächst, euer Jojin.